Hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, da ist er wieder, der Typhoon H. Und den schauen wir uns jetzt gleich mal im Detail an. Und dafür wechsle ich natürlich auf die Nahaufnahme, also bis gleich. So, da sind wir wieder in der Nahaufnahme. Ihr seht schon, da steht der Typhoon H noch im zusammengeklappten Zustand. Das Ganze packen wir jetzt mal aus, sozusagen die Arme nach oben geklappt. Das sind ja, wie gesagt, auch 6 Stück. Und dann haben wir natürlich hier, wenn wir gerade in dieser Aufnahme sind, hier vorne die beiden Sonarsensoren, die den Abstand messen. Dann habt ihr ja bereits schon gesehen, die einklappbaren Arme. Hier oben ist so ein kleiner Presspunkt, wo man die gleich wieder einklappen kann. Und dann schauen wir mal noch weiter, was hier noch alles so gibt. Hier hinten ist das Akkufach. Der Akku selber, der hat so eine kleine Lasche, die man hier vorher anheben muss. Und dann kann man den Akku rausziehen. Der geht recht stramm, muss ich zugeben. Aber da soll ja auch nicht gleich rausfliegen. Ja, der ist hier auch nochmal gesichert mit einem kleinen Haken. Das ist dann quasi der Haken, den wir hier so lösen. Beim Reinschieben kann man den ganz normal nach vorne drücken und der rastet dann ein. Dann hört man es schon, da ist er eingerastet. Ja, hier vorne selbst haben wir noch einen kleinen Knopf, dieser hier, und das ist der Startknopf. Jetzt habe ich natürlich gedacht, ich drücke mal drauf, aber wie man hört, piepst es und das war's. Das hat aber auch seinen Sinn, denn zum Starten muss man die ganze Kiste etwas länger drücken. Und mit ungefähr 3 Sekunden Druck habe ich den Kopter gestartet und kann quasi anhand der verschiedenen LEDs schauen, in welchem Modus ich befinde. Hier hinten, das ist die Status-LED-Anzeige vom Kopter selbst, die mir unter anderem anzeigt, ob ich im Smart-Modus, im Angel-Modus oder im GPS-Off-Modus bin. Die zeigt mir natürlich auch verschiedene Warnungen an, wie zum Beispiel die Kompass-Kalibrierung. Da gehe ich auch nochmal später drauf ein. Und für die, die es vielleicht interessiert, dieses Modul hier, das kann entfernt werden später. Und hier hinten kann dann das sogenannte Indoor Position System Modul angebracht werden. Weil wir jetzt gerade hier dabei sind, da der ganze Kopter kann ja in absehbarer Zukunft auch hier vorne noch unterstützt, neben den oder unter den Sensoren, die RealSense Module angebracht werden. Diese kann man ebenfalls hier eigenständig anbringen. Das muss ich dann selbst mal testen, wenn ich die habe. Was haben wir noch am Kopter? Auf der Seite hier unten sehen wir eine kleine Antenne. Ich muss gestehen, ich kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wofür die zuständig ist. Aber ich vermute mal, entweder es ist GPS oder es ist einfach nur die Sendeantenne oder Sende- und Empfängerantenne für den Typhoon H. Natürlich haben wir hier oben, wer das vielleicht noch nicht gesehen hat, das GPS-Modul. Also kann ich nur davon ausgehen, dass hier unten diese kleine Antenne wirklich für den Sende- und Empfang zuständig ist. Weiterhin haben wir hier unten einen kleinen Micro-USB-Anschluss. Ich vermute, der wird dazu genutzt, um ein Software-Update durchzuführen. Da zurzeit noch keine Updates zur Verfügung stehen, kann man da natürlich auch keine entsprechenden Updates durchführen. Wird sicherlich in absehbarer Zukunft ebenfalls vorhanden sein. Die ganzen Rotoren bzw. Motoren haben unten wieder diese kleinen Lämpchen. Die sind auf jedem einzelnen Motor. Die sind natürlich dafür zuständig, um die Position des Kopters anzuzeigen. Ob ich jetzt nach vorn oder nach hinten fliege, das kann man ja manchmal in den verschiedenen Modis gar nicht so richtig erkennen. So, das war's schon zum Typhoon H selber, zum Kopter. So viel gibt es da gar nicht zu sagen. Auf die Kamera gehe ich nochmal separat ein. Genauso wie auf die Propeller und die Motoren. Und als nächstes Video natürlich kommt die ST16, das Herzstück, das Hammerteil, sage ich mal. Und da bin ich schon gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und schaut ruhig wieder rein.
Wer das möchte, kann auch auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen. Da sind vielleicht die eine oder andere Infos noch dabei, die ihr noch nicht habt. Oder vielleicht wollt ihr selber was dazu posten. Unter unique.fans könnt ihr schauen. Und bis dahin sage ich Tschüss, Goodbye und bis zum nächsten Video.